Erst nennen, liebe Geschwister, wir danken den Herrn. Ich werde heute auf Deutsch sprechen. Ich muss sagen, es tut uns gut, dass wir hier in der Gemeinde sind, dass wir diesen Kampf führen, dass wir länger bleiben, dass ich sage, dass wir fasten. Das Fleisch ist manchmal nicht willig, aber der Geist schon, ja. Und wir müssen halt kämpfen. Ich muss sagen, heute bin ich auch ein bisschen auf meine Grenzen gekommen. Jetzt mit dem Fasten und weil wir sind gewohnt, alles zu haben, immer zu essen, immer zum Kühlschrank zu rennen. Wenn wir was brauchen, dann gehen wir dorthin, sofort. Aber wir danken den Herrn. Es ist schön, Gemeinschaft hier mit den Geschwistern zu haben, alle zusammen. Und wir danken den Herrn, dass wir auch eine Gemeinde haben, dass wir Geschwister haben. Weil, wie der Bruder vorhin gesagt hat, es gibt Gemeinden, da gibt es halt auch keine zuständige Pastoren, können wir sagen, Hirten oder Ältesten. Und wir sollen den Herrn danken, dass wir hier eine vollkommene Gemeinde haben, dass wir alles hier eigentlich haben. Wir haben sehr viele und schöne Sachen gehört, was die Geschwister erzählt haben, ihre Zeugnisse. Wir wissen, dass der Herr groß ist und viele Wunder macht. Auch wie der Bruder Saki zum Beispiel gesagt hat, dass sie auch nichts zu essen hatten. Ja, und der Herr hat Gnade geschenkt und er hat ihnen Essen gebracht. Und manchmal verlangen wir und denken, ja, Jesus, wie willst du es machen? Es ist ja unmöglich, zum Beispiel meine Probleme zu übernehmen. Und es ist ganz leicht eigentlich. Wir sehen das Problem ganz groß. Aber durch dieses Problem sehen wir eigentlich, dass Jesus stark ist in unserem Leben. Da sehen wir, dass wir die Menschen eigentlich schwach sind. Ich und jeder von uns hier drin. Durch diese Not, die ich habe, sehe ich, wie stark Jesus ist. Aber wir danken den Herrn. Ich möchte ein paar Verse lesen von Lukas Evangelium, von Lukas 10, von Vers 27 möchte ich ein bisschen lesen. Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinen ganzen Gedanken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halb tot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Straßenseite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er in dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Danken Herrn, liebe Geschwister, für diese heilige Worte. Ja, hier am Anfang steht 27: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Ja, ich liebe Gott. Das sagt ja jeder draußen. Ich liebe Gott. Ja, ich bin ein Christ. Das sagt ja auch der Papst wahrscheinlich. Und weiter steht: Du sollst den Herrn,
Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deiner ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Lieben. Mit meinem ganzen Herz. Kann ich überhaupt Jesus mit meinem ganzen Herz lieben? Kann ich das? Habe ich so ein großes Herz, wo ich sage, Jesus, ich liebe dich über alles? Oder liebe ich was anderes? Oder gibt es auch andere Sachen, die ich, wo ich sagen kann, ja, ich mache vielleicht 50-50, ja, ich teile mein Herz. Ich gebe nicht mein ganzes Herz Jesus. Gibt sowas? Und öfter lässt Gott Prüfungen zu, damit ich mein ganzes Herz Jesus geben kann. Weil öfter habe ich mein Herz irgendwo anders. Ich weiß es nicht. Ich sage mir jetzt mal ein paar Beispiele. Vielleicht ist es ein Auto, ein Haus oder ein Boot oder irgendwas. Oder ein Handy. Ich weiß es ja nicht. Ja? Und vielleicht liebe ich das ja mehr wie Jesus. Vielleicht ist mir das ja wichtiger. Vielleicht verbringe ich ja mehr Zeit mit irgendwas anstatt mit Jesus. Und dann gibt es eine sehr schöne Stelle. Ich werde da jetzt nicht alles lesen. Das ist jetzt vom 1. Mose. Kapitel. Moment, ich muss kurz finden. Ja, 1. Mose, Kapitel 22. Es geht hier da um Abraham und um Isaak, sein Sohn. Ja, und es geschah nach diesen Begebenheiten. Da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer, da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Verlangt sowas Gott? Aber in dem Fall hat er es ja gemacht. Er ist zum Abraham gegangen. Und wir wissen ja, Abraham und Sarah, die haben ihr Kind ganz spät im Alter bekommen. Es war ein Gottesgeschenk, das Kind. Und die haben sehr lange gewartet. Heutzutage können wir sagen, es waren ja schon längst Rentner in dem Alter. Und da sagt Gott zum Abraham: Geh hin, hol deinen Sohn und opfere deinen Sohn für mich. Ja, aber ich liebe ja meinen Sohn. Das ist ja mein eigenes Kind. Wer würde von uns sein eigenes Kind opfern? Keiner. Ich glaube nicht, dass ich bereit wäre, meinen Sohn zu opfern. Und er war gehorsam. Und Gott hat ihn geprüft, weil er wahrscheinlich seinen Sohn zu arg geliebt hat. Und da hat er ihn prüfen wollen. Und das hat er auch getan. Er hat seinen Sohn genommen und es ist ihm gegangen. Es ist ihm gegangen. Und es ist dann bis kurz davor, Vers 12 steht, er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um ihn meinetwillen. Der Abraham hat dann, er hat es dann unter Beweis gestellt, können wir sagen. Er hat gezeigt: Okay, in dem Fall her muss ich das jetzt machen. Weil im Endeffekt, wisst ihr, liebe Geschwister, Abraham hat es gewusst. Er hat hundertprozentig gewusst, auch wenn ich meinen Sohn für Gott opfere, wird er meinen Sohn wieder zurückbringen. Er kann wieder lebendig machen. Er hat geglaubt. Aber er musste durch die Prüfung. Und so müssen wir auch öfter durch die Prüfung. Ja, liebe ich Jesus so, wie ich ihn lieben sollte? Und da hat Abraham vielleicht seinen Sohn zu arg geliebt. Und deswegen kam die Prüfung. Und öfter lässt er uns auch Prüfungen durchmachen.
Da war ich noch jünger, habe ich meine Ausbildung fertig gehabt. Und habe ich mir ein Auto gekauft, ja, ein, sage ich mal, ein zügiges, schnelles Auto. Und dachte ich, boah, mein Auto, mein Auto, mein Auto, nur mein Auto hat gezählt. Aber ich bin hier in der Gemeinde gekommen, trotzdem, ja. Aber als Jugendlicher kann man schnell sagen, ich vergiss Gott, ja. Weil das Auto ist wichtig, ja. Und dann war das Auto Schrott irgendwann mal. Dann hat Gott zugelassen, dass ich einen Sekundenschlaf bekomme und das Auto ungebremst auf eine Wand drauf fährt und ich im Krankenhaus lande. Das hat Gott, hat es, wie soll ich sagen, er hat es, es musste so passieren, damit ich das Auto vom Herz rausbekomme. Manchmal denkt man, tut Gott sowas, tut er sowas zulassen? Manchmal muss man Situationen, sage ich mal, in unserem Leben meistern oder durchmachen, damit wir merken, manche brauchen weniger Situationen oder leichtere Situationen, dann merken die sofort, andere sind hartnäckiger. Und das war ich vielleicht auch. Mit Abraham war es ja so, opfere mir deinen Sohn. Und dann sehen wir hier weiter, wie er weiter spricht, ja. Er spricht über Liebe. Es sind hier zwei vorbeigegangen, ein Priester und ein Levit. Und keiner hat es interessiert. Es war ein verwundeter Mann. Er wurde von Räuber überfallen und er lag am Boden. Und keiner von den zwei, ein Priester, also von einem Priester sollte man sowas erwarten, dass er seinen Mitmenschen hilft. Und dann kam auch ein Levit, hat sich angeschaut und ist da, der ist auch an der anderen Seite vorbeigelaufen. Und ein Samariter hat das Richtige gemacht. Er ist hingegangen, er hat seine Wunden einbalsamiert mit Öl und mit Wein. Und dann hat er noch sein Tier drauf gemacht und er hat ihn dann zu einer Herberge gebracht. Und liebe Geschwister, so eine Hilfe haben wir auch bekommen. Jemand ist zu uns gekommen und hat über Jesus gesprochen. Wir lagen ja auch in Not, irgendwo auf der Straße. Wir haben ja auch nicht gewusst, was Sache ist. Wie der Bruder Jakob gesagt hat, er hatte ein Leeres in der Seele gehabt. Und es ist genau dieser Mensch. Es war diese Leere. Und dann ist der Samariter gekommen, da ist Jesus in unser Leben gekommen, liebe Geschwister. Und der hat uns unsere Wunden einbalsamiert, unsere Probleme übernommen. Das kann nur Jesus machen. Und weil wir jetzt über die Thema Liebe hier sprechen, ich habe, das war jetzt vor ein paar Jahren in der Arbeit, mit meinem Vorgesetzten. Ich habe ihn gehasst. Ja, als Christ sollte man solche Gefühle nicht haben, ja, so Hassgefühle. Aber ich habe ihn gehasst, weil er, sage ich mal, er war sehr speziell, mein Vorgesetzter. Und ich musste vieles durchmachen in der Arbeit, viel Geduld haben. Und das hat mich, ich kann sagen, die Jahre, die ich dort geschafft habe und gearbeitet habe, die waren schwer für mich. Und dann habe ich immer so gedacht, ich kann diesen Menschen, hier steht in der Bibel, ich soll meine Feinde lieben. Das ist ja mehr wie mein Feind und ich will eigentlich mit ihm nichts zu tun haben. Und dann ist einmal, das hat Jesus aber so gemacht, einmal hat er was verlangt. Er hat Hilfe gebraucht. Es war jetzt nichts Wichtiges, sage ich mal, aber ich will euch nur sagen, wie der Herr mich denn öffnet. Er hat einen Kühlschrank gebraucht. Einen Kühlschrank, weil er ja irgendwie Sport treibt und die hätten so ein Fest
gemacht und hat unbedingt so eine kleine Gefriere gebraucht. Und dann hat er links und rechts gefragt, ja, wir machen ein Fest und ich brauche sowas. Und dann ist so mein Vorarbeiter gekommen, hat halt die Leute gefragt, ja, der Chef braucht ja sowas, ne, so eine Gefriere, ob wir sowas haben. Dann dachte ich, ja, ich habe zwei Stück, aber du kriegst nichts von mir. So habe ich auch gedacht. Ich habe ja auch zwei Stück gehabt, irgendwie zufällig. Und dann dachte ich, nee, der kriegt nichts von mir. Ich kann helfen, aber nee, mache ich nicht. Und dann sind mir die Worte gekommen. Ja, wenn jemand in Not ist, klar, er kann sich ja einen kaufen, aber in dem Moment hat er ja halt einen gesucht. Und irgendwie, ich wollte es nicht, aber irgendwie hat mich irgendwas gezwungen, so jetzt geh mal zu deinem Chef da und sag ihm, dass du sowas hast. Ich habe ja zwei Stück gehabt. Und dann habe ich es ja dann auch gemacht, so ja, ich hätte halt da einen und dann guckt er mich an. Ich habe mich mit ihm noch nie wirklich so verstanden. Und dann guckt er mich an und du? Willst mir helfen? Ich so, ja. Und dann haben wir uns getroffen, dann hat er diese Gefriere mitgenommen. Und beim Zurückweg, also wie gesagt, ich habe mit diesen Menschen, ich habe so gedacht, nee, also mit dem, das geht nicht. Dann hat er mir die Hand gegeben, dann hat er gesagt, echt vielen Dank, dass du dich bereitgestellt hast, mir jetzt die Gefriere zu so auszuleihen und ich möchte einen Neuanfang mit dir machen. Dann dachte ich, wie Neuanfang? Und liebe Geschwister, ich habe eine kleine Tat gemacht. Ich wollte, das war die kleinste Tat, ich habe ihm nur eine Gefriere ausgeliehen. Und ich kann sagen, unsere Beziehung ist, kann ich sagen, freundschaftlich jetzt geworden. Mit meinem Vorgesetzten, mit meinem Chef. Und ich danke den Herrn dafür. Er hat nur durch eine Gefriere, nur durch das Kleinste, muss ich sagen, er hat mich. Ich habe es viel leichter jetzt in der Arbeit wie damals. Viel, viel leichter. Ja, warum? Weil ich gehorsam war. Jemand hat mich von hinten angeschubst. Auf, mach das Gute. Wieso? Wieso willst du es nicht machen? Nein, Herr, aber ich liebe den nicht. Ich kann mit dem nicht. Ich kann mit dem nicht. Ja, dann bete zu Gott, öffne dein Herz und verlange, Herr, öffne mein Herz, damit ich jeden annehmen kann. Wir müssen halt wie Jesus sein. Er ist auch ganz einfach. Öffne dein Herz und ich komme in dein Herz. Und so sollten wir auch sein. Und wir sollten unseren Mitmenschen herzlicher öfter begegnen. Mit einem offenen Herz. Das will Gott von uns. Und egal, wenn jemand kommt und was sagt, das habe ich auch öfter mitgemacht in der Arbeit. Da kommt einer und dann haut er dir auf den Kopf und sagt dir und dies und das. Und dann sollst du noch, dann schaffst du ja 6 und 7, 8 Stunden und dann denkst du, ja, wie soll ich denn jetzt begegnen den Menschen? Wie soll ich denn jetzt antworten? Ich bin jetzt so geladen, jetzt 8 Stunden gearbeitet und jetzt muss ich mir das anhören noch. Ein Lächeln bringt dich weiter. Sanftmut, das bringt uns weiter, liebe Geschwister. Um Zorn auszubrechen und zu sagen und meine Meinung dann sagen und er sagt mir seine, das endet dann im Chaos. Aber wenn du jemanden in Liebe empfängst, das tut viele Wege öffnen und viele Türen. Das habe ich öfter in meinem Leben gemerkt. Liebe, ein offenes Herz. Man muss öfter diese Bosheit wegmachen. Es ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir offen zueinander sind mit den Geschwistern und
Wir müssen unsere Geschwister so ertragen, wie sie sind. Und ich mag den Bruder nicht, ich mag die Schwester nicht. So lernen wir, liebe Geschwister. Wir müssen offen sein und wir müssen alle Geschwister so ertragen, wie sie sind. Jesus erträgt auch uns. Und ich bin viel schlimmer wie jeder andere. Und Jesus erträgt mich. Wie oft vergesse ich Gott? Wie oft vergesse ich zu beten? Wie oft vergesse ich zu lesen? Und Gott liebt mich trotzdem. Und das erwartet auch Gott von uns. Wir sollen lieben. Und wir sollen auch vergeben können. Wir danken, Herr, liebe Geschwister. Die Zeit ist vorbei. Es war ein schöner Sonntag mit viel Segen, denke ich mal. Also mir hat es wirklich gefallen.